Schauen wir uns jetzt einmal an, was die Webseite haben muss, damit du viele Kunden bekommst. Was viele nicht verstehen, ist, dass wir nicht die Fotos verkaufen, sondern wir verkaufen als Fotograf die Erinnerung. In diesem Fall eine Hochzeit zum Beispiel. Wir verkaufen nicht die Fotos, wir verkaufen die Erinnerung. Dieses Brautpaar möchte diesen besonderen Tag, der wichtigste Tag in deren Leben, festgehalten haben und die besonderen Momente einfach immer wieder abrufbar haben. Und das musst du den Kunden kommunizieren und sagen, ich bin der Richtige dafür. Weil gute Fotos kann jeder Fotograf irgendwie auf die Webseite packen und der Laie, sage ich mal, sieht gar nicht, ob das mit einer 500-Euro-Kamera oder 5000-Euro-Kamera gemacht wurde. Der kennt das einfach nicht. Aber du musst dem Kunden einfach sein Problem lösen, ihnen sagen, das, was du hier suchst, das kriegst du von mir. Das finde ich hier schon mal in dem Fall gar nicht mal so schlecht gemacht, dass es dir um Gefühle geht. Aber gehen wir mal ganz kurz die drei Fragen durch, die jeder Kunde hat, wenn er auf die Webseite kommt. Kann der Fotograf das, was ich will? Also jetzt in diesem Fall Hochzeit. Ich will Hochzeitsfotos machen. Ich komme hier drauf, ich sehe das. Okay, das ist schon mal gut. Aber kann er das überhaupt? Also am besten kann man das wiedergeben mit Bewertung. Am besten nicht in Textform, weil hinschreiben und ein Foto einfügen, das kann irgendwie jeder im Keller. Und, aber eine Videoform zum Beispiel, wo ihr Kunden kurz ein einminütiges Video aufgenommen habt hier und das Brautpaar kurz sagt, ja, wir sind vollkommen zufrieden mit dem Fotografen, der hat uns von A bis Z richtig gut betreut und die Fotos und die Erinnerungen sind einfach klasse geworden. Und sowas auf die Webseite zu packen, am besten noch viel mehr, viele von solchen Videos, das bewirkt einfach sehr viel Vertrauen und am Ende kann sich das dann sehr gut auf eure Kundenanzahl dann auswirken. Also erstmal kann er das, dann kann er das gut durch die Bewertung und dann auch nochmal, ob ihr Zeit habt. Das könnt ihr dann später nochmal über das Kontaktformular dann machen, aber da gibt es dann auch noch ein paar Tricks, die ich euch noch zeigen werde. Also erstmal kann er das. In diesem Fall Hochzeitsfotografie ist gut, aber einige machen ja noch mehrere Sachen. Ich habe mich hier schon mal durchgeklickt über mich. Ist schon mal hier Galerie, Entschuldigung. Hier ist die Tätigkeitsfelder, hier unten Menschenfotografie, Modefotografie, Image, Reportage, Eventfotografie. Also irgendwie macht sie hier alles, aber das ist wie überall im Leben, wenn man irgendwie alles macht, dann macht man nichts richtig. Also am besten, ihr konzentriert euch so auf zwei, drei Sachen, werdet euch darin richtig gut und darin kennen euch auch die Leute, anstatt wenn ihr irgendwie alles macht und dann macht ihr nichts davon richtig. Es wäre halt einfach schön, wenn man auf die Webseite kommt und sieht sofort, ich bin Hochzeitsfotograf, ich bin Produktfotograf. Wenn man mehrere Sachen macht, natürlich dann, ich bin Hochzeits- und Produktfotograf, kann man immer noch machen, aber es wirkt dann schon ein bisschen, ich weiß nicht, also ein Fotograf steht dafür irgendwas und das müsst ihr klar herausstellen, sofort am Anfang, damit nicht der Kunde irgendwie Zeit verschwendet und hier rumscrollen muss, erstmal hier auf eine nächste Seite und das ganz unten liest oder überhaupt ein Kunde später. Wenn jetzt in diesem Fall Hochzeitsfotograf nur wäre, dann Kunde anruft, ja, könnt ihr denn irgendwie Produktfotograf oder sowas, Produkte fotografieren von mir? Das ist vollkommen schlecht, damit verschwendet ihr deren Zeit, damit verschwendet ihr eure Zeit. Positioniert euch da richtig, damit ihr nur die Kunden auch anzieht, die ihr auch haben wollt. Das ist wichtig. Ihr sollt nicht nur gucken, dass ihr irgendwie jeden anspricht, dann sprecht ihr niemanden an, sprecht gezielt die Leute an, die ihr auch haben wollt. Also ich finde es so ganz gut, dass es über Gefühle geht, weil wir Menschen verkaufen über Emotionen. Könnte man noch ein bisschen mehr herausstellen. Wie gesagt, hier irgendwie, dass man schreibt, ich nehme eure wichtigsten Momente auf, damit sie unvergesslich bleiben oder sowas. Also ein bisschen die ja auch gerade frisch verliebt sind beziehungsweise auch heiraten wollen, die wollen ja auch diese Liebe und diese Unvergesslichkeit irgendwie festgehalten haben. Und das müsst ihr denen kommunizieren, dass ihr genau das für die macht. Ja, dann über mich. Auch schön, wenn da natürlich ein bisschen was über dem Fotografen steht, sollte natürlich auch nicht an erster Stelle stehen. Hier ist gut, dass es dann auf der nächsten Seite ist. Und da kann man auch ein bisschen über den Fotografen lesen. Ist aber auch so eher nebensächlich. Genau. Okay. Sehen wir uns mal diese Webseite hier an. Also das hier sagt schon mal wenig aus. Gut, das hier ist das Logo anscheinend. Fotografieliebe, so wie die Webseite auch heißt. Also als allererstes, den Kunden ist es egal, wie er heißt. Dem Kunden ist es egal, wie euer Logo aussieht, auch wenn es schick aussieht. Der Kunde möchte nur wissen,
könnt ihr mein Problem lösen? Und das ist dem Kunden hier auf den ersten Blick erstmal nicht klar. Das muss sofort, wenn er auf die Website kommt, klar sein. Dann natürlich hier ein bisschen was über die Person, ist auch nicht so gut. Kann man später irgendwann machen, aber wie gesagt, dem Kunden ist am Anfang egal, wer ihr seid, was ihr macht. Der Kunde ist es nur wichtig, könnt ihr das, was ich gerade gelöst haben will, auch lösen. Also wissen, was fotografierst du überhaupt? Bist du jetzt irgendwie anscheinend Modelfotograf oder Produktfotograf? Genau. Hier steht Hochzeiten. Ja, die Webseite lädt anscheinend auch nicht so gut. Das ist dann schon mal schlecht. Ja, das funktioniert auch nicht so gut. Hier ist auch so ein großer weißer Raum. Vielleicht ist es auch einfach nicht so aktuell. Die Webseite ist natürlich dann der Tod, ne? Anscheinend sind das hier auch nur solche Ankerpunkte. Das heißt, wenn man hier drauf klickt, wird man nach unten geschoben. Das ist schlecht, weil der Kunde hat einfach viel zu viele Optionen. Einfach dem Kunden, wenn das hier schon alles nur eine Webseite sein soll, dann soll nur gescrollt werden, weil sonst hat der potenzielle Kunde zu viele Optionen, könnte hier rumklicken und so, und das ist ihm zu viel, dann springt er ab. Das ist einfach nicht gut. Genau, gehen wir weiter. So, wenn man hier auf der Webseite ist, sieht man schon gleich Hochzeitsfotografen, Paar-Shooting, ist gut, dann ist man schon mal spezialisiert, dann weiß jemand, der das sucht, der ist hier richtig, und einer, der Produktfotos sucht, weiß, er ist hier falsch. Das ist schon mal sehr gut. Dann kommt was über das Fotografenpaar. Ist am Anfang ein bisschen fehl am Platz, sollte erst später geschehen. Erst sollte man noch genauer den Kunden abholen. Hier dann ein paar Fotos und Videos, das ist gut. Dann kann sich die Leute noch ein bisschen ein besseres Bild davon machen. Fragen beantworten, das ist auch sehr gut, da kommen wir gleich noch dazu. Und das ist sehr gut, hier Bewertungen, dass man hier Bewertungen von Kunden zeigt, damit die Leute auch wissen, dass es hat Hand und Fuß einfach und dass das irgendwie nicht jetzt hier einfach schnell im Keller irgendwie zusammen erstellt, sondern das hat wirklich alles Hand und Fuß. Genau, und hier wird dann kontaktiert. Hier würde ich das dann über die Fotografen hinpacken, das ist hier oben fehl am Platz, das würde ich hier unten hinpacken. Kontaktieren Sie uns und dann weiß man auch gleich, wie man kontaktiert. Das ist besser hier. Und gleich am Anfang den Kunden erstmal zu sagen, hier, du hast ja dieses Problem, ich löse dir das. Das dem Kunden zu sagen, weil dem Kunden ist am Anfang erstmal egal, wer ihr seid. Dann gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Schauen wir uns das mal an. Bei dir bin ich aktiv und vor allem mit Leidenschaft, Herz und viel Spaß. Ja, das ist wichtig. Also wie gesagt, wir verkaufen Emotionen. Er geht hier auch direkt über die Leidenschaft und spricht die Leute genau da an. Das ist klasse. Also das finde ich wirklich schon sehr, sehr gut gemacht. Das sind halt kleine Stellschrauben, die man noch drehen könnte. Dann würde es noch ein bisschen besser funktionieren. Auch Fragen und Antworten ist sehr wichtig. Ihr habt ja immer, sage ich mal, relativ die gleichen Fragen, die immer aufkommen, und die könnt ihr ja auf der Webseite packen, damit die nicht immer wieder beantwortet werden müssen, einfach um euch Zeit zu sparen. Genau, um die Sache nochmal zusammenzufassen, ihr müsst dem Kunden am Anfang genau sagen, was ihr könnt, also seid ihr Produktfotograf, seid ihr Hochzeitsfotograf, seid ihr Naturfotograf etc. Ihm genau sagen am Anfang, was ihr könnt, damit er weiß, bin ich hier richtig, damit er nicht seine Zeit verschwendet und damit ihr nicht eure Zeit verschwendet. Dann könnt ihr das, was ihr denn angibt, auch gut? Das könnt ihr dann mit solchen Bewertungen oder sowas machen, die ihr dann auf die Webseite packt, damit ihr von Kunden, die ihr schon mal hattet, euch eine Bewertung geben lasst, die auf die Webseite packt, damit die Leute wissen, ja, okay, das hat Hand und Fuß, das, was er sagt, ist auch so. Und natürlich erstmal die dritte Sache, ob ihr überhaupt Zeit habt für dieses Event, vielleicht wenn es eine Hochzeit ist oder wenn jetzt, sage ich mal, schnell die Bewerbungsfotos raus müssen, kann er denn in diesen 2-3 Tagen. Dass ihr dann hier im Kontaktformular dann schnell schreibt, wer ihr seid, und dass ihr euch, dass ihr immer relativ zeitnah oder wann ihr erreichbar seid, damit er euch kontaktieren kann und ob ihr Zeit habt. Genau diese 3 Sachen müssen gegeben sein.